Mit guter Laune starten wir auch in diesen Tag, liebe Zuschauer, der relativ kalt ist. Temperaturen um den Gefrierpunkt in Deutschland. Heißt, entweder dich einpacken oder noch besser warme Gedanken machen. Wir haben Menschen getroffen, denen so warm war, dass sie sich förmlich die Klamotten vom Leib gerissen haben. Und jetzt kommt's. Sie wussten gar nicht, was sie tun. Minusgrade in Berlin. Doch Hypnotiseur Faro will den Menschen auf der Straße die Kälte austreiben. Er behauptet, er weiß, wie man anderen warme Gedanken macht. Kalt ist es in Berlin. Ich komme aus Mallorca und kenne da ganz andere Temperaturen. Aber durch Hypnose haben wir das Glück, dass wir die Temperaturen in dem Körper erhöhen können und dass die Wärme im Körper des Menschen ganz angenehm werden. Faro sucht und findet. Jennifer kommt mit ihrem Freund aus Aachen und studiert Kommunikation. Da ihr trotz dicker Jacke den ganzen Morgen schon kalt ist, lässt sie sich gerne auf ein kleines Hypnose-Experiment ein. Schalt einfach ab. Immer mehr. Nicht kontrollieren, du lachst dabei. Versuch dich einfach gehen zu lassen. Immer mehr. Genau, ich fange dich auf, du brauchst keine Angst haben. Egal ob nach vorne oder nach hinten. Schlaf. 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 Schlaf, 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 schlaf. Die Hypnose klappt nicht bei jedem. Doch die 18-Jährige ist sofort drin. Jetzt suggeriert Faro ihr Wärme. Du spürst diese Wärme und jetzt wird dir so warm wie auf Mallorca. Jetzt wird dir so warm wie die Hitze von Mallorca, die dir jetzt in deinen Körper fließt. Die Hitze von Mallorca fließt in deinen Körper hinein. Doch was dann passiert, ist schon extrem. Es herrschen Minustemperaturen und Jennifer ist so heiß, dass sie beginnt, sich auszuziehen. Ihr wird so warm, dass sogar der Schnee in ihren Händen heiß wird. Was ist denn? Versuch noch mal. Was hast du gemacht? Es ist warm. Was? Es ist warm. Ach, was ist warm? Warm oder heiß? Meine Hände heiß, ja. Was denn? Ich finde die kalt. Nein, aber mir ist warm. Also ich finde die total kalt. Mir ist aber warm. Echt? Ja. Probier nochmal. Wenn ich schnippe, wird es noch heißer. Dann beendet Faro die Hypnose. Du hast ja eben den Schneeball weggeworfen. Ja. Hast du das mitgekriegt? Ja, schon. Warum? Weil es so warm war. Also meine Hände. Ein Schneeball, so der warm ist. Ja. Aha. Finde ich auch was komisch. Und der nächste Fall wird noch krasser. Auch Tobias ist mit seiner Freundin zu Besuch in Berlin. Auch er friert, aber nicht mehr lange. Ihm wird mit der Hypnose immer heißer und heißer, bis er sogar sein Shirt auszieht. Boah, das Wasser läuft. Und wenn ich dich jetzt wecke, weißt du gar nicht, was du da getan hast. Wenn ich klatsche, bist du wach und weißt nicht, was du getan hast. Stehst du denn hier? Aber dir ist warm, oder? Ja. Dir ist warm, oder? Warm, ja. Dir ist richtig warm, oder? Du bist mir böse? Bist mir böse? Bist du mir böse? Nein, um Gottes Willen. Das ist gut, glaube ich. Ich schreibe gerade irgendwie. Ganz komisches Gefühl. Ich weiß auch gerade nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein. Wärme durch Hypnose. Es funktioniert tatsächlich.